Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute geht es um das Thema Verkehrssicherung. Für mich ein ganz wichtiges Thema. Und zwar in Verbindung mit Überqueren einer Fahrbahn. Okay, warum brauchen wir da Verkehrssicherung? Warum ist das so wichtig? Und ich glaube, in der Hälfte der Einsätze, die ich bis jetzt hatte, war immer irgendwie ein Überqueren der Straße erforderlich. Ne? Erkläre ich euch gleich, warum das so ist. Okay, Verkehrssicherung. Warum gibt es da so einen empfohlenen Ablauf? Es steht geschrieben in der FIDV1. Ne, könnt ihr mal drauf vielleicht mal nachlesen. Bisschen weiter hinten. Und zwar, warum gibt es einen empfohlenen Ablauf? Ja, natürlich, um uns selber zu schützen, um eine Eigengefährdung im Straßenverkehr zu minimieren. Ne? Das ist meine Beschreibung dafür. Okay. Ja, wir wollen ja löschen. Ne? Verkehrssicherung. Ne? Also auch einen Brandeinsatz. Verkehrssicherung durchführen, wenn wir über die Straße müssen. Viele unterschätzen das, wie wichtig das ist. Eigenschutz ist immer das A und O, ne? Bei allem, was wir machen. Immer an die eigene Gesundheit denken. Da sprechen wir da kurz drüber. Ich versuche es auch möglichst schnell zu machen und ich werde gleich ein bisschen was an der Tafel malen. Aber ich versuche jetzt mal eine Situation zu erklären, wo ich das besonders wichtig finde. Beim TH-Einsatz, beim Verkehrsunfall, da seid ihr Vollprofis, aber viele vergessen das beim Löscheinsatz. Und darauf gehe ich jetzt mal ein. Super. Wir stellen uns vor, oben, ich habe noch mal geschrieben, die Lage ist. Wir haben eine Straße. Da steht ein Haus. In dem Haus ist ein Vollbrand. Ne? Ist das taktische Zeichen für einen Vollbrand. Drei rote Dreiecke. Ich hätte jetzt auch Qualm und so malen können, aber dann habt ihr gleich nebenbei noch was gesehen. Das ist nämlich 1, 2, 3, klein, mittel, Vollbrand. Ne? Gut. Hier ist eine Straße. So, es brennt. Wer kommt? Richtig. Die Feuerwehr mit einem tollen Auto. Haben mir richtig viel Mühe gegeben. Die kommt an und das Erste, was sie macht, ist natürlich, hat einen Tank drauf in dem Beispiel, Wasserversorgung zur Einsatzstelle. So. Ohne jetzt Details und Verteiler und sowas, ist klar, ne? Nur rein schematisch. So, man legt ja von einem wasserführenden Fahrzeug, legt man ja erst zum Verteiler und danach zur Wassernahmestelle. So, die ist in unserem Beispiel natürlich hier. Auf der anderen Seite der gefährlichen Straße. So, jetzt geht das Problem los. Wir müssen nämlich irgendwie hier ein Standrohr setzen und dann irgendwie mit den Schläuchen zum Tanker. So, und darum geht es jetzt. Ne? Ihr wisst, ja, da muss man irgendwie Schlauchbrücken hinlegen. Sind das vier? Für jedes Auto natürlich in beide Richtungen. Reden wir noch drüber. Und wir kümmern uns jetzt mal nur um diesen Abschnitt. Den schneide ich jetzt mal aus. Und wir gucken uns nur mal die Straße an. Wie ist der empfohlene Ablauf? Ob ihr es anders macht, meine Empfehlung, so machen wir es jetzt, wie es jetzt kommt. Okay, diese Straße, ganz normal Verkehr, die Autos fahren wie verrückt und man muss hier rüberkommen. So, wir haben gesagt, unten ist der Unterflügelrand, oben ist die Einsatzstelle. Wir müssen hier einmal durch. Wir machen jetzt mal so ein Standbild und schauen uns an, was wir dafür brauchen. Ich werde das jetzt mal an der Tafel skizzieren. Okay, ich habe versucht, hier mal ungefähr die Straße aufzumalen, über die wir gerade gesprochen hatten. Wir haben oben die Einsatzstelle und hier den Unterflügel dran, wo wir ran müssen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass hier oben der Einsatz ist, hier irgendwo die Pumpe steht und wir mit dem Schlauch irgendwie hier so hin müssen. Okay? Das ist die Aufgabe vom Wassertrupp, das habe ich gleich mal blau gemalt. Der Wassertrupp muss hier hin, aber hier ist halt erstmal der Bereich, die Straße, wo die Autos fahren, wo er nicht hin kann, okay? Das heißt, hier fahren die Autos in beiden Richtungen und ja, was machen wir jetzt, damit wir hier über die Straße kommen? In dem Fall würde ich jetzt den Schlauchtrupp befehlen zur Verkehrssicherung vor und er würde den Verkehr jetzt sichern, damit der Wassertrupp hier arbeiten kann. Das ist alles, was wir machen. Okay, der Schlauchtrupp hat natürlich die richtige Schutzausrüstung an, also die richtige Warnkleidung für den Straßenverkehr. Und sie gehen jetzt los. Kelle, also Winkerkelle, Blinklicht, Warndreieck. Der Trupp, der die Verkehrssicherung übernimmt, hat zum einen eine Blinkleuchte, eine Winkerkelle. Sag ich gleich noch was zu. Und ein Warndreieck. So sieht das aus. Fangen wir mit dem Warndreieck an.
Wenn ihr das auspackt, erster Tipp, die Verpackung von dem Warndreieck bitte auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz liegen lassen, weil das ist gern etwas, was man an der Einsatzstelle vergisst. Wenn ihr zusammengepackt habt, seht diese Hülle auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz, wisst ihr, oh, das Warndreieck steht da hinten noch, ne? Gut, kleiner Tipp, Warndreieck. Dann sagte ich vorhin, komme ich nochmal zu. Ganz wichtiger Punkt für mich persönlich. Erstmal hat diese Winkerkelle eine Funktion, nämlich stoppen. Sie heißt nicht, hier steht nicht, langsamer fahren oder vorsichtig fahren oder mal gucken oder wink mal zurück. Nein, das ist eine Kelle, mit der man dem Autofahrer sagt, halt und nichts anderes. Halt. Das heißt, ich möchte nicht sehen, und bitte mach das nicht, und wenn du andere siehst, sprech mit denen. Bitte nicht, oh, mal langsamer fahren. Es wird oft gesehen, man geht am Straßenrand. Ja, vorsichtig, da hinten ist ein Feuerwehreinsatz. Dafür ist diese Kelle nicht da. Die ist wie 0 oder 1. Entweder nicht oder halt. Ne? Und wenn es halt ist, dann bitte Brust raus, Autorität, böse gucken, halt. Nicht vielleicht, halt. Genau da halt. Wenn ihr nämlich das versucht, wenn ihr anfangt, das zu missbrauchen und sagt, das heißt bei uns aber nur, fahrt vorsichtig, haben die anderen Kameraden ein Problem, weil die denken, dass die Autofahrer wissen, das heißt halt. Und ihr selber könnt nur die Autofahrer dahin falsch erziehen, umerziehen, dass sie denken, das heißt nicht halt, das heißt, bitte vorsichtig fahren, liebe Autofahrer. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Wir sind Feuerwehr, wenn wir eine Straße sperren, dann heißt das auch halt und nichts anderes. Okay, merkt euch das bitte. Und auch für die anderen Kameraden, die mal Straßenverkehr nach euch mal sichern müssen, behandelt das richtig. Ne? Das heißt halt. Okay. Bitte nicht. Also Sie sind jetzt hier in der Straße, wollen hier rüber und die stehen jetzt hier. Und das heißt, wie geht der Schlauchtrupp über die Straße? Also einer geht in diese Richtung und einer muss hier rüber. Er geht natürlich ganz normal über die Straße, wie jeder andere auch. Guckt links, guckt rechts, da kommen Autos. Und geht in Richtung Moment rüber, wo es geht. Ne? Okay, er geht rüber und geht am Straßenrand. Ja, wie weit geht er denn innerorts? In der geschlossenen Ortschaft? 100 Meter. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft? 200 Meter. Aber hier in diesem Beispiel 100 Meter nach da. Das tragen wir mal ein. 100 Meter von hier, wo sie rüber wollen, ne? Bis hier. Das sind 100 Meter, sagen wir mal. Und genauso in die Richtung. 100 Meter, okay? Da muss das Warndreieck hin. Das heißt, der Schlauchtrupp teilt sich auf. Der eine geht in die Richtung am Straßenrand. Und der andere geht über die Straße und geht hier 100 Meter in diese Richtung und stellt das Warndreieck ab. Ich habe euch mal Warndreiecke mitgebracht. Eins hier am Straßenrand. Und eins hier am Straßenrand. So. Die Autos, die jetzt kommen, sehen jetzt einen Feuerwehrmann, der da irgendwie aufgeregt steht. Und ein Warndreieck. Das heißt, die kommen hier an. Innerorts fahren sie natürlich alle Strich 50. Und fangen schon mal an und bremsen etwas. Sind schon mal gewarnt. Da kommt was. Man muss auch den Autofahrern die Chance geben, zu erkennen oder auch Zeit, Reaktionszeit geben. Weil die wissen nicht, dass da hinten irgendwo ein Einsatz ist. Die sehen noch nicht mal Qualm. Aber irgendwie läuft einfach mal ein Feuerwehrmann rum. Ne? Genau das gleiche denkt der Mann von hier. Oh, fahren Sie schon mal langsamer. Ne? Okay. Der Kamerad geht zurück. Immer noch nicht mit der Kelle winkend halt, halt, halt. Weil er soll nicht hier halten oder hier, sondern erst da, wo gleich die Straßensperre kommt. Okay? Gut. Ist mir ganz wichtig, weil ich es immer wieder sehe. Er geht am Straßenrand. Also um sich, ich sage jetzt mal Grünstreifen noch, zurück. Und bereitet jetzt die Straßensperrung vor. Das heißt, er wird jetzt das erste Mal die Kelle hochhalten. Genau wie der andere Kamerad auf der anderen Seite. Aber ich konzentriere mich jetzt nur mal auf hier unten, auf eine Seite, okay? Er hält die Kelle hoch, stellt ein Blinklicht ab. Erinnert euch hier dran, ne? Stellt dieses Blinklicht so einen Meter auf die Straße. Das stand am Straßenrand und das so einen Meter rein. Okay? Geht nochmal so zwei Schritte zurück. Und dasselbe macht er hier.
Und jetzt haben wir hier so einen Bereich geschaffen, wo der Kamerad steht, ist es hier eine Linie. Und hier, dieser ganze Bereich, ist jetzt die Straße gesperrt. Das heißt, die Autos stehen jetzt hier, bei den Kameraden stehen die Autos und warten. Ne? Hier auch. Man muss sich da auch ein bisschen autoritär auftreten, wie gesagt, nicht da so stehen, oh, Straße gesperrt, sondern, Alter, hier ist halt. Ne? Weil sonst, glaub mir, der Kollege will zur Arbeit, der ist eh schon spät dran, hat eine schlechte Laune, sagt, ich kann doch noch schnell durch, ist noch gar nicht so schlimm. Ne? Da müsst ihr schon sehr überzeugend sein und ruhig bleiben und euch nicht abbringen lassen, selbstbewusst, okay? Ihr dürft ihn nach Gesetz anhalten, Punkt. So. Nebenbei gemerkt, ihr dürft ihn anhalten, aber ihr dürft nicht die Straße wieder freigeben. Ihr seid keine Polizei, ne? Ihr dürft sperren, aber wir kommen nachher dazu. Also ihr dürft die Straße nicht wieder freigeben und sagen, fahren, weil wenn es dann kracht, hast du ein rechtliches Problem, ne? Wichtig, aber wisst ihr. Okay, Straße ist gesperrt. Der Schlauchtruppführer sagt in dem Fall, der den Auftrag gekriegt hat zum Wassertrupp, Straße gesichert. Und der fängt an, legt den Schlauch rüber. Endlich kann er seinen Schlauch überlegen. So. Und den Hydranten anschließen. So weit, so gut. Problem ist jetzt natürlich, so ein Schlauch ist natürlich ein Hindernis. Da kommt kein Motorrad rüber oder Auto oder ohne, dass der Schlauch auch Schaden nimmt, beziehungsweise das Auto vielleicht auch. Ne? So, das machen wir da. Schlauchbrücken. Wie viele? 3 Stück. 1. Wir lassen eine Schlauchbrücke Platz. 2. Und hier gleich eine nehmen. 3. So, was ist jetzt? Jetzt können nämlich normale Autos rüberfahren und LKWs, Busse, Motorrad sind so nur auf ein, Quads passen noch durch. Das heißt, für alle Spurbreiten haben wir jetzt alle Fälle abgedeckt. Die eine Seite hier einzeln und einmal doppelt liegend bildet alle Spurbreiten ab. Allerdings kann immer nur ein Auto rüberfahren. Entweder der oder der. Wie entscheidet ihr das? Gar nicht. Das macht nachher der Verkehr von alleine. Ihr seid keine Polizei, okay? Gut. Super. Die Straße ist schwer, die sind fertig mit den Arbeiten. Wasser läuft, der Wassertrupp ist schon wieder unterwegs. Zur Einsatzstelle, der Schlauchtrupp ist sich einig. Also der Wassertrupp sagt natürlich, er ist fertig. Schlauchtrupp sagt, okay, wir können hier den Bereich verlassen, nicht freigeben, wir verlassen hier den Bereich. Das heißt, die gehen weg. Und die Einsatzstelle ist mit Warndreieck, Blinkleuchten und Schlauchbrücken ist diese Straßenquerung erstmal sicher. Okay? Und der Verkehr wird sich schon selbstständig einpendeln, wer fährt, das kriegen die schon geregelt. Also hier in der FWD V1 seht das auch nochmal, was ich meinte mit Warndreieck. Man kann die Blinkleuchte auch vorne positionieren und ich empfehle mal zusätzlich den Schlauchbrücken. Also viel hilft, viel in dem Fall bei Verkehrssicherung, okay? Und wichtig war mir jetzt das, die Schlauchbrücken, dass ihr seht, wie sie liegen. Ne? Eine einzelne hier und 2 nebeneinander. Ne? Circa 1 Meter Abstand oder halt eine Schlauchbrücke hat in der Regel 1 Meter. Deshalb kann man das wunderbar als Maßstab nehmen. Ne? Eine Schlauchbrückenbreite hier zwischen. Okay? Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Alles klar. Und das nochmal zusätzlich auch FWD V1. Sieht man hier nochmal die Einsatzstelle auch bei der Verkehrssicherung, ob das Thema. Ne? Der Abstand von der Einsatzstelle bis zum Warndreieck, ne, sind innerorts 100 Meter, außerorts 200 Meter, dass ihr es nochmal seht. Okay? So, der Einsatz ist beendet. Wie werden wir jetzt wieder das alles rückbauen? Quasi umgekehrte Reihenfolge. Der Verkehr läuft. Der Schlauchtrupp, der jetzt für die Straßensperrung zuständig ist, wird jetzt die Straßensperrung wieder neu ins Leben rufen. Wird sich hier hinstellen auf der Straße, auf der Spur, Mitte dieser Spur und Mitte dieser Spur und wird den Verkehr wieder stoppen. Und wird sagen, halt Leute, los geht's. Er sieht die Autos halten, die reagieren. Er sagt zum Wassertrupp, Straße gesichert. Und der Wassertrupp fängt an, in Windeseile die Sachen von der Straße zu nehmen. Damit der Schlauchtrupp sagen, also wenn er die Straße geräumt hat, sagt er, Straße geräumt. Schlauchtrupp ist alles klar und gibt wieder den Verkehr frei. Das heißt, der Schlauchtrupp sammelt seine Lampe ein,
geht am Straßenrand. So. Und in dem Moment ist der Verkehr wieder freigegeben. Okay, das heißt, der Verkehr rollt wieder. Im Grünstreifen geht er los, holt sein Warndreieck wieder. Ne, er hier auch. Und alles ist gut. Somit ist ein sicheres Überqueren der Straße möglich. Okay, super. Wenn euch das weitergeholfen hat, freue ich mich über ein Zeichen von euch. Ich freue mich, dass ihr das immer euch alles schön anguckt, was ich euch hier reinstelle. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Zeichen da und ich mache mir jetzt gleich ran an das nächste Video für euch. Super, bis zum nächsten Mal. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.